Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Update aus dem Hause Star Equestrian. Und was ist eigentlich alles Neues reingekommen? Als allererstes haben wir jetzt hier die Featured-Übersichtsseite. Da seht ihr quasi immer alles direkt drinnen, was neu ist. Ihr seht einerseits immer das letzte Horse, also das letzte Pferd, besser gesagt, was reingekommen ist. Also wenn ihr da drauf geht, seht ihr das letzte. Übrigens wichtig, nicht das aktuell auch noch verfügbare, sondern ihr seht immer nur das neueste. Ihr seht auch die neuen Infos, die kommen, denn es werden demnächst völlig möblierte Ranches zum Kaufen angeboten werden. Also ihr könnt schon vorgebaute Sachen dann auch im Spiel direkt kaufen, wenn ihr Bock habt, so gewisse Sachen zu sehen. Ist übrigens, finde ich, eine super, super Sache, um sich so ein paar Anregungen zu holen. Ihr seht hier zum Beispiel so ein paar Dinge, die ich super, super schön gestaltet finde. Das hier von der Art her gefällt mir persönlich richtig gut. Da könnt ihr echt einiges bauen. Das hier zum Beispiel, was hier auf dem Bild zu sehen ist, werde ich auf jeden Fall auch mal gucken, dass ich das vielleicht nachbauen werde. Dann sind noch die neuen Sachen reingekommen, also Ranch Partys, also verstehe ich jetzt immer noch nicht so ganz den Nutzen von, aber was auch neu reingekommen ist, ist das VIP-System. Das VIP-System, für alle, die es nicht ganz wissen, was es ist, ist quasi bei Lifetime-mäßig von Star Stable übernommen, so in der Art. Es ist eigentlich eine Lifetime-Sache. Was bekommt ihr davon? Ihr kriegt einerseits diese Gitarre und dieses VIP-Equestrian-VIP-Outfit. Ja, es ist jetzt nicht das Coolste von der Optik her, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ist halt ein Special-Gimmick in der Art. Was bekommt ihr aber eigentlich raus? Also, ihr bekommt täglich 130 Gems. Seht ihr hier im Shop, kriegt ihr 130 Gems. Ihr habt einen VIP-Shop, in dem ihr für Gems einkaufen könnt als VIP. Und was habt ihr noch? Ihr habt doppelt so viel Gold aus den ganzen Reitsachen raus, aus diesen ganzen Spring-Challenges und alles in der Art. Ihr bekommt 25% mehr EXP, was wirklich einiges auch einfach ist. Ihr habt Special VIP Offers, die ich noch nicht so ganz verstehe, welche das sein sollten, weil das ist ja im Endeffekt nicht dieser VIP-Shop. Ihr habt einen VIP-Namen und wenn zusätzliche Sachen in der Zukunft kommen, dann habt ihr da auch noch Einfluss drauf. Gehen wir mal das Ganze ein. Lohnt sich das oder lohnt sich das Ganze nicht? Wenn wir mal im Shop gucken, was das für einen... Moment, hier seht ihr übrigens auch nochmal im Shop jetzt das Ganze neu gemacht. Also der Shop sieht jetzt ganz, ganz anders aus. Hier habt ihr auch nochmal ein paar unterschiedliche Möglichkeiten. Hier habt ihr Emotes, aber da habt ihr bisher aktuell nur die Emotes hier drin, noch nicht die Sachen, wie sie dann in der Zukunft sein werden. Habt dann hier diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die ihr kaufen könnt. Hier ist quasi jetzt alles in der Art drin. Und hier habt ihr auch nochmal die Special-Sachen, den Horse Market oder eben auch nochmal die Special-Angebote, die ihr dann in der Stadt auch nochmal habt. Wenn ihr euch dahin porten lasst, seht ihr dann hier, da kommt ihr dann hier im Shop direkt raus und könnt dann hier noch unterschiedliche Sachen kaufen. Sind an sich teilweise ganz sinnvolle Sachen, könnt ihr hier dann immer jeweils sehen, ob die sich lohnen oder eben nicht lohnen für euch. Sind immer pro Woche andere Sachen im Angebot, müsst ihr halt für euch im Endeffekt wissen, ob sich die lohnen oder eben nicht lohnen. Das habt ihr da drin. Dann habt ihr eben auch nochmal über den Shop, Moment, wo waren wir denn gerade? Hier waren wir genau. Moment, wir müssen das so machen, glaube ich. Es ist übrigens sehr lustig, dass wir auf der einen Sache komplett anders rauskommen. Also hier habt ihr die ganzen Sachen drin und dann können wir nämlich jetzt auch mal gucken bei den Currencies, ob sich das eben lohnt oder eben nicht lohnt. Also, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr jetzt mal hier generell schaut, wir haben 130 Gems. 130 Gems ist jetzt hier in dem kleineren Bereich, also kriegen wir so im Endeffekt so, ja, Gems im Wert von 1,50 ungefähr bekommt man täglich raus. Und hat natürlich noch diese krassen Gold- und Erfahrungspunkte-Boni. Wenn wir jetzt mal rein von den Gems hergehen und wir sagen, wir kriegen 1,50 pro Tag, dann hätten wir das in ungefähr so 40 Tagen ungefähr, hätten wir damit dann das Ganze verdient. Also kann man so sagen, wenn ihr ungefähr einen Monat spielt, habt ihr das Ganze zumindest vom Gem-Wert her definitiv schon mal reingeholt. Wenn man das Ganze vergleicht hier, was würde man hier alternativ bekommen?
Hier würde man 6000 Gems bekommen, wenn man ungefähr dasselbe in Gems ausgibt. Wenn das 6000 Gems, dann würdet ihr ungefähr aber auch so rechnen können, ja, so 50 Tage ungefähr, dann hättet ihr das Ganze rein. Also kann man im Endeffekt sagen, wenn ihr vorhabt, natürlich immer unter der Voraussicht, ihr möchtet das Spiel längerfristig spielen, kann man sagen, man hat das Ganze so nach ungefähr anderthalb bis zwei Monaten hätte man das Ganze drin, was eigentlich ein sehr faires System ist, wenn man sich mal überlegt, dass doch verhältnismäßig schnell dann wieder reingeholt wird, weil ist ja Lifetime, ist keine monatliche Subscription, wäre auch ziemlich mega teuer für eine monatliche Subscription, aber ich finde, wenn man das so rechnet, kann man es eigentlich so auch damit vergleichen, ist es zu teuer, ist es okay. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es für den Preis, wenn man vorhat, das Spiel längerfristig zu spielen, finde ich es eigentlich okay. Ja, klar, es ist ein Handygame und man kann immer darüber diskutieren, lohnt sich das überhaupt in ein Handygame zu finanzieren? Stimme ich euch völlig zu. Wenn man gar nichts ins Spiel investieren möchte, dann ist es natürlich eine Sache, die viel, viel, viel zu teuer ist. Aber wenn man generell mit dem Gedanken spielt, überhaupt ins Spiel zu investieren, dann würde ich immer sagen, lieber so, als sich jetzt Gems kaufen und dann die ganze Zeit irgendwie immer weiter in Gems zu investieren, als dann lieber einmalig so ein Angebot nehmen, als immer wieder reinfinanzieren. Da würde ich auch ganz klar sagen, wenn ich meine Eltern oder sowas überreden wollen würde, dann würde ich sagen, lieber einen einmaligen Kauf von so etwas. Games kosten auch oftmals 50 Euro, sowas in der Art, teilweise jetzt sogar mehr bei AAA-Titeln. Klar, wiederholt nochmal, ist nur ein Handygame. Ich persönlich als Elternteil würde immer sagen, ich würde lieber so etwas zahlen, als regelmäßigen Aufladungsarbeiten zu tätigen. Dann lieber einmal so etwas, als immer wieder. Das ist so ein Argument, was ich ganz gut finde. Aber muss man halt selber überlegen. Also wirklich, ich sage es immer, wie es ist. Es ist ein Handygame und ich würde jetzt vielleicht auch am Anfang erstmal abwarten, um zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Aber wenn, finde ich, ist das immer noch ein deutlich sinnvolleres Angebot als viele der anderen Angebote, die aktuell auch so im Store sind. Ausrüstung würde ich meistens oder generell auch Equipment würde ich jetzt nicht sagen, dass es sich jetzt wirklich lohnt, wenn man das dann für Gems kauft. Aber man kann, glaube ich, mit dem VIP-mäßigen auch ganz gut die Gems sparen. Von daher bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass das ganz gut werden könnte. Und klar, es gibt jetzt viele Sachen, die jetzt auch Gem-only geworden sind. Muss man halt gucken, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Wenn jetzt noch VIP-Stufen dazukommen, schwierig, aber wenn ein reines VIP-System kommt ohne Stufen, finde ich es eigentlich soweit gesehen ganz okay. Ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Und mit diesen fertigen Ranches am Kaufen finde ich eigentlich eine ganz coole Variante in der Richtung. Aber ich bin gespannt, was ihr zu dem neuen VIP-System zu sagen habt. Wie findet ihr es? Findet ihr es ist eine gute Sache? Findet ihr es ist eher semi-gut, lohnt sich nicht wirklich, würdet ihr euch generell holen? Ich weiß es noch nicht genau, ich muss da noch mal ein bisschen abwarten, ob ich es mir jetzt hole oder nicht. Mir macht das Spiel selber sehr viel Spaß, aber dennoch ist es natürlich eine Sache, die man nicht leichtfertig jetzt überlegen sollte, sondern wirklich mal sich ein bisschen Gedanken drüber macht, läuft jetzt nicht wirklich weg. Und gerade wenn man es längerfristig vorhat zu spielen, macht natürlich auch der Goldbonus einiges aus, weil doppelt Gold ist eben wirklich sowas, dass man dann bei Rennen eben nicht teilweise 1000 bekommt, sondern dann eben schon 2000. Ich persönlich würde dann nämlich auch bei solchen Sachen wie jetzt hier bei dieser Ranch eben gerne noch das Ganze so ein bisschen ausbauen, um zum Beispiel hier dann noch gescheit Paddocks außen zu bauen. Und da kann man nämlich dann auch einiges machen und eben hier dann auch gerade mit diesen ganzen Feldern einige Sachen noch zusätzlich dann bebauen. Wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, wie viel man jetzt dann noch unbedingt bauen kann. Ich würde dann vielleicht eher hier oben auch noch ein paar Sachen hinbauen, dass man sagt, man baut so ein paar Ställe für seine Drachen zusammen, zum Beispiel hier. Hier seht ihr meine wunderschönen Drachenfelder. Dreimal dürft ihr raten, welches ich aktuell reite. Genau, das hier ist es, das ist Blazing. Blazing wird aktuell bei mir hochgelevelt. Ist auch das, was bei mir derzeit als einziges diese Mähne hat. Ist jetzt noch überhaupt nicht groß gelevelt, aber wenn ich halt ein Pferd füttere, dann füttere ich halt Blazing aktuell. Und von der Mastery her hätte ich total Bock auf ein paar andere. Also die Hair Color finde ich jetzt nicht so special.
Aber da gibt es noch so ein paar Mähnenstile, die ich eigentlich ganz cool finde. Zum Beispiel dann halt die Friesenvariante hier, finde ich, sieht eigentlich ziemlich nice aus beim Dragon Mustang dann. Aber ich bin gespannt, was ihr zu dem Update zu sagen habt. Wie findet ihr das VIP-mäßige? Wenn ja, werdet ihr es euch holen? Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und jetzt gucke ich nochmal, was hier die Mähne, wie zum Beispiel diese hier. Ja, wie sieht die nicht so special aus auf dem Pferd? Irgendwie macht die da doch keinen so geilen Eindruck. Aber dann sage ich mal hier, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns. Boah, das sieht richtig fesch aus. Also Mastery Level 8 gefällt mir beim Friesen. Beim Friesen sage ich schon. Das war dieser Friesen-Style. Gefällt mir beim Dragon Mustang eigentlich ganz gut. Ich sage soweit, danke fürs Zuschauen. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We can cry.